Inside Politics. Inside Politics, wieder mal in Wien. Wir sind dort, wo die letzte Staffel aufgehört hat, in der Nähe des Parlaments. Heute zu Gast Christoph Wawrig, oder besser gesagt, ich bin zu Gast bei Christoph Wawrig im Parlamentsbüro der NEOS. Guten Tag. Wir reden heute über die Ukraine-Wahl. Du warst dort als OSZE-Wahlbeobachter, das war jetzt Ende Oktober. Ja. Du warst 10 Tage dort. Wie war deine Erfahrung? Was hast du erlebt? Wie bist du dorthin gekommen? Was macht ein OSZE-Wahlbeobachter? Also gut, ich war nicht im Rahmen einer sogenannten parlamentarischen Delegation, das möchte ich betonen. Es gibt nämlich diese sogenannten parlamentarischen Beobachter, die einfach am Tag vor der Wahl reinkommen, sich eine VIP-Behandlung erwarten von der Botschaft, ein bisschen Tourismus machen, in 2, 3 Wahllokale vorbeischauen und dann zurückfliegen. Ich war 10 Tage lang als ein Team, einer von 630 sogenannten Short-Term Observers. Eine OSZE-Wahlbeobachtung besteht aus 2 Teilen. Eine langfristige Beobachtung, die beginnt bis zu 6 Wochen vor der eigentlichen Wahl. Und dann gibt es noch den Short-Term, die also kurzfristig 2, 3 Tage vor der Wahl bis 2, 3 Tage nach der Wahl im Einsatz sind. Und ich war einer von denen. Wir waren insgesamt 630 Leute. Wir waren in Teams von jeweils 2 aufgestellt. Ich war mit einem jungen Italiener zusammen. Ich war zuerst in Kiew, dort sind wir gebrieft worden über, wie wir uns verhalten sollen, auf was wir achten sollten, die politische Situation im Land, auch die Sicherheitslage und. Das hat 2 Tage gedauert. Dann sind wir versetzt worden, ich mit meinem Kollegen und ungefähr... Also ganz kurz, du warst sozusagen eine Art Embedded Journalist, aber auf Wahlbericht, also auf Wahlbeobachtung. Auf Wahlbeobachtung, ja. Also es war uns strikt aufgelegt worden, nicht jetzt... hinein einzugreifen in die Wahl selbst. Wir waren wirklich nur Beobachter, wir waren keine Advisors und durften auch selbst nicht also, irgendwas mit eingreifen. Ja. Wir sind dann ein Team von ungefähr 20 Leuten nach Lemberg versetzt worden. Dort sind wir noch einmal gebrieft worden auf die regionale Situation und ich war mit meinem Kollegen schlussendlich in einem ganz kleinen Ort namens Sokal, 80 Kilometer nördlich von Lemberg, knapp an der polnischen Grenze. Und dort haben wir am Tag vor der Wahl ungefähr 15 Wahllokale besucht und dort festgestellt, ob alles gut vorbereitet ist, ob die Wahlurnen schon da sind, ob die Wahlzettel in genügender Zahl vorhanden sind, aber nicht zu viele auch, damit dort kein Schwindel, ob sie ordentlich aufbewahrt werden, ob sie auch gesichert sind, ob der Polizeibeamte ist, der sie bewacht und, ja, verschiedene Sachen, ob die Plakate an den Wänden schon stehen, die also den Wählern das Wahlprozess noch einmal erklären und so weiter. Und dann am Tag der Wahl selbst haben wir in einem Wahllokal den Zeitpunkt beobachtet vor der Eröffnung des Wahllokals, die halbe Stunde, also wo die letzten Vorbereitungen getroffen werden, dass auch alles okay läuft. Dann sind wir von Wahllokal zu Wahllokal gefahren, ja, und haben also die Stimmabgabe beobachtet und dann schlussendlich im letzten Wahllokal um 20 Uhr sind wir auch geblieben, nachdem das Wahllokal geschlossen hat und haben beobachtet noch die Auszählung der Stimmen im Wahllokal und auch den Transport der Stimmen vom Wahllokal in die Bezirkswahlbehörde und dort sind wir noch gewesen bis spät in den Vormittag des nächsten Tages und haben beobachtet, wie aus den verschiedenen Wahllokalen die Wahlurnen, die Wahlzettel und die Protokolle gebracht worden sind und eingetragen worden sind und dann elektronisch dann überwiesen worden an die zentrale Wahlbehörde in Kiew. Also sehr viel Arbeit. Sehr viel Arbeit, ja, sehr viel. 10 Tage sozusagen Highlife. Es war sehr, sehr interessant. Ja. Es war für mich am meisten interessant waren 2 Sachen. Also erstens der direkte Kontakt mit der ukrainischen Bevölkerung, sei es in Kiew, sei es in Lemberg, sei es jetzt in dieser kleinen Stadt und den umliegenden Dörfern. Wir haben auch übrigens eine Wahlbeobachtung gemacht in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem Hochsicherheitsgefängnis, ich war überhaupt zum ersten Mal in einem Gefängnis. Auch dort haben wir die Wahlbeobachtung gemacht. Die Gefangenen dürfen stimmen, ja, dürfen abstimmen. Ja, genau. Und auch das haben wir beobachtet, dass es dort also rechtens zugeht. Das ist in Österreich gar nicht immer so leicht.
Ich kenne die rechtliche Situation in Details nicht. Ich glaube, passives Strafrecht gibt es nicht, aber aktives haben auch bei uns die Gefangenen. Ich glaube, die dürfen auch wählen. Okay. Wie gesagt, wir beide sind keine Rechtsanwälte, aber ja. Das heißt, du hast wirklich sehr viele unterschiedliche Eindrücke gehabt auf einer sehr differenzierten Situation. Ja. Was hat dir jetzt am meisten imponiert? Wo hast du gesagt, dass vielleicht der Standard jetzt nicht unbedingt auf deiner Meinung nach westlichem Niveau ist? Was sind da wirklich die... Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Aufnahme der OSZE-Wohlbeacht. Wir sind überall enthusiastisch empfangen worden. Ja? Also wir sind nicht rübergekommen als Beobachter, die da über die Schulter schauen, sondern sowohl die Wähler als auch die Wahlbehörden, ja, in den Lokalen haben uns großherzig empfangen. Jede wollte, dass wir in ihr Wahllokal gehen. Also am Tag vor der Wahl haben alle gebettelt, na, kommt's morgen zu uns. Ja? Und auch am Tag der Wahl, als wir in einem Wahllokal waren, haben die gefragt, da kommt sie am Nachmittag noch einmal vorbei. Also die Bevölkerung hat dort die Wahlbeobachtung durch die OSZE sehr, sehr positiv gesehen, als eine Geste der Solidarität, der Unterstützung für eine vollständige Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen. Ich muss auch sagen, es war die 11. Wahl hintereinander, die die OSZE beobachtet hat. Ich war das erste Mal dort dabei, aber ich habe viele Kollegen dort gehabt, die nicht das erste Mal dabei waren, sondern ein, zwei oder sogar mehr Wahlbeobachtungen. Und alle haben mir gesagt, es wird von Mal zu Mal besser. Also, und auch diese Wahl hat... Schon so, ganz kurz mal, ja? Wenn jemand... sagen wir viermal in der Ukraine, ja, schon als Wahlbeobachter tätig war, dann wird er auch nicht viermal in derselben Region gewesen sein oder in derselben Ortschaft. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber trotzdem, man bekommt einen Eindruck. Und dann am letzten, also zwei Tage nach der Wahl, hatten wir ein großes Debriefing in Kiew und dort wurde auch berichtet von allen anderen Wahlbezirken und Wahlbehörden. Und die endgültige Beurteilung der OSZE-Wahl, dass diese Wahlen konform waren, also internationalen Standards entsprachen. Ja. Das, was nicht heißt, dass es hier und dort ein bisschen Ungereimtheiten gab, aber nichts Gravierendes und die paar, die es gab, waren eher Schlampereien, ja, als jetzt bewusste Versuche, Wahl zu täuschen. Das hat es praktisch nicht gegeben. Es hat hier und da eine Beeinflussung gegeben, die es vielleicht in Österreich zum Beispiel nicht geben würde, aber nichts Gravierendes. Also das mich meistens mehr durch diese Beeinflussung. Ja, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, am Tag der Wahl selbst haben sowohl der Präsident als auch der Premierminister Auftritte gehabt, die de facto, also am Tag vor der Wahl, noch Auftritte gehabt, die man de facto als Wahlkampfauftritte beurteilen sollte. Und das laut den Richtlinien nicht gestattet. Das wäre nicht gestattet, ja. Gut, Sie sind der Premierminister, er war der Präsident, das heißt, er hat natürlich keinen Auftritt gemacht, aber vom Inhalt her, vom Umfeld kann man schon sehen, ob es jetzt ein Wahlauftritt war oder sagen wir, in seiner Rolle als Präsident. Also das ist nur ein Beispiel. Also das war nicht ganz okay. Ja. In Österreich gibt es diverse Bezirkskaiser, die wahrscheinlich auch nicht den OSZE-Kriterien entsprechen würden. Ja, möchte ich jetzt nicht behaupten oder beurteilen. Ja. Ich habe noch nie in Österreich eine Wahl beobachtet. Die FPÖ fordert das irgendwie bei jeder Wahl. Das ist auch sehr eigenartig. Aber okay. Was ist jetzt sozusagen, wo du diese... Du hast mit dem Thema Ukraine seit de facto eigentlich, seitdem du jetzt außenpolitischer Sprecher seit etwas mehr als ein Jahr von NEOS bist, zu tun, teilweise auch im Verteidigungsausschuss, nehme ich an. Ja. Was siehst du jetzt die Dinge knapp zwei Monate nach dieser Wahl oder fünf Wochen nach dieser Wahl anders oder vielleicht ein bisschen treffender, wie eben diese Sanktionen, wie die ganzen Dinge, die das Thema Ukraine bei uns auch so immer in Szene setzen, die Situation auch von westlicher Seite her unterstützen sollen, sprich Reintegration in das westliche System oder Rückkehr in die Demokratie. Siehst du das jetzt ein bisschen anders als davor? Oder? Ja, also ich habe erlebt in den Gesprächen mit sehr vielen Ukrainern, und zwar quer von der Hauptstadt über Lemberg bis in Sokol und in kleinen Ortschaften auch, es gibt einen irrsinnigen Drang, einen Wunsch, den Anschluss zu Europa zu schaffen, ja, den Anschluss an Europa zu schaffen. Also das ist ein sehr tief verwurzelter Wunsch, ja, das ist eine Hoffnung, ein Wunsch.
sehr oft kommt der Vergleich auch mit Polen, nicht? Die Ukrainer, immer wieder habe ich den Vergleich gehört, ja, vor 25 Jahren, beim Fall der Berliner Mauern, war die Ukraine noch ein bisschen reicher als Polen im Pro-Kopf-Einkommen. Und jetzt, 25 Jahre später, wo sind wir? Also wo ist die Ukraine? Polen ist im Pro-Kopf-Einkommen 3,5-mal so reich wie die Ukraine. Polen ist ein angesehenes Mitglied sowohl der EU als auch der NATO. Und die Ukraine wird noch behandelt wie ein Staat mit beschränkter Souveränität von den Russen, das aus dieser Umklammerung nicht raus kann. Dieser Wunsch aus dieser Umklammerung rauszukommen ist sehr, sehr stark. Ja? Und ich glaube, diese Wahlen haben schon etwas bewirkt. Sie sind eine große Hoffnung für eine innere Stabilität. Sie haben ja nach der erfolgreichen Präsidentschaftswahl und jetzt nach der Wahl des Parlaments hat jetzt die Ukraine wirklich eine durchaus legitime Regierung und ein legitimes Parlament. Ja? Nach der Flucht von Janukowitsch vor etwas über einem Jahr, also nein, vom Februar. Februar, März. Und das heißt, und ganz wichtig auszubeobachten, dass jetzt die pro-westlichen Kräfte und die moderaten Kräfte die Mehrheit haben. Auch die rechtsextremen Parteien sind durchgefallen bei dieser Wahl. Das gibt Hoffnung auf eine innerstaatliche Stabilisierung. Leider hat gerade diese Aussicht auf innerstaatliche Stabilisierung außenpolitisch genau das Gegenteil bewirkt. Nämlich Russland hat ihre Intervention verstärkt, um eben diese Tendenz der innerstaatlichen Stabilisierung zu konterkarieren, nicht das aufzuheben. Und die Reaktion Russland, wie ich es auch erwartet habe, war natürlich sehr hart. Sie hat ihre Destabilisierung verstärkt durch die Entsendung nicht nur von schweren Waffen, also wieder mehr Panzer, Fliegerabwehrsysteme, schwere Artillerie, sondern von eigenen Truppen. Also es ist jetzt von allen bekannt und akzeptiert, es gibt eigene russische Truppen. Es gibt einen Report, wo amerikanische, also britische und auch deutsche Blogger und freie Journalisten versucht haben, diese Buchstellung nachzuverfolgen, wo die Position zum Abschluss von MH17 war, haben aber auch am Ende des 35-seitigen Reports, der definitiv eine Leistungsschau darstellt, was man heute mit GPS-Koordinaten nicht alles auf Smartphones nachvollziehen kann, gesagt, sie können natürlich nicht sagen, ob jetzt genau dieser Raketenwerfer den Abschuss verursacht hat oder nicht. Mhm. Es gibt auch eine Diskussion, Teil dieses Berichtes, dass die Maschine eine leichte Kursabweichung gehabt hat über dieses Gebiet. Wie siehst du eigentlich diese ganze MH17-Situation? Also, ich bin kein Spezialist. Linienmaschinen haben auch manchmal aus verschiedenen Gründen, wetterbedingt oder anders, leichte Kursabweichungen. Ich glaube, alle Indizien deuten darauf, dass diese Maschine abgeschossen wurde von Separatisten. Der stärkste Hinweis ist ja die Jubelmeldungen der Separatisten unmittelbar nach dem Abschuss, die sie dann wieder gelöscht haben, als sie gemerkt haben, hoppala, das war jetzt diesmal eine zivile Maschine. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in den Tagen davor mehrere Militärmaschinen auch abgeschossen worden sind. Und Hubschrauber. Es sind ja auch Antonovs, glaube ich, unter Beschuss geraten. Genau. Und auch Militärjets sind abgeschossen worden, Hubschrauber sind abgeschossen worden, auch nachher. Und da haben sie halt irrtümlicherweise eine Zivilmaschine abgeschossen. Das ist, ich glaube, fast unbeschritten. Aber ich glaube, die Ukraine-Krise lässt sich nicht auf diesen Abschuss beschränken. Ja. Also die jetzige Situation ist extrem verfahren, ja. Weil, wie gesagt, Russland unbedingt verhindern möchte, dass eben die Ukraine diesen Anschluss schafft nach Europa und daher diesen schwelenden Konflikt immer wieder nähren wird. Ja. Ich glaube nicht, dass Russland vorhat, den Donbass zu annektieren, aber Russland wird immer genug Waffen und genug Truppen hineinschicken, damit dieser Konflikt stetig schwelt, ja, und die Ukraine de facto destabilisiert. Und die Ukraine ist ein Land, das halt am Rande des ökonomischen Kollaps steht, immer, noch immer, und das macht es auch nicht leichter. Ich habe jetzt gerade nicht die Zahlen im Kopf, aber das Bruttoinlandsprodukt bei den Ukrainern pro Kopf ist ja, glaube ich, knapp bei 4.000 Dollar.
Ja, es ist ungefähr ein Fünftel und ein Sechstel des Österreichischen. Es ist ein armes Land mit riesigen Einkommensunterschieden. Die Gegend, wo ich war als Wahlbeobachter, da waren die Straßen im katastrophalen Zustand. Wir haben gebraucht für die Strecke Lemberg-Sockerl, das sind 80 Kilometer, haben wir 2,5 Stunden gebraucht. Ja? Und die letzten 20 Kilometer, da hat es in den Straßen keine Schlaglöcher mehr gegeben. Das war eine richtige Krater. Und wir mussten sogar an zwei Stellen einen riesen Umweg fahren, weil die lokale Bevölkerung so stocksauer war, dass die Gelder, die immer wieder kommen, angeblich zur Reparatur der Straße, verschwinden, dass sie die Straßen und eine Brücke blockiert haben und gesagt, wir werden diese Straße und diese Brücke so lange blockieren, bis die Straße endlich repariert worden. Also das sind also kleine Dörfer. Aktionismus, ja, weil die Menschen dort am Ende ihrer Geduld stehen. Und das hat mit der Krise im Osten und Ukraine nichts zu tun. Aber dann verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man auf der anderen Seite diese Mauer bauen will. Also das hat ja auch nicht wirklich viel Sinn, wenn andererseits die Straßen kaputt sind und umgekehrt braucht man dann die Mauer im Osten. Hat natürlich selbst sehr viele Fehler begangen. Die Ukraine hat 10 Jahre verloren seit der Orangenrevolution. Und das ist unbestritten. Und deswegen glaube ich auch, dass das, was zum Beispiel Österreich leisten kann, ist, der Ukraine auf die Beine zu helfen, insbesondere durch den Kampf gegen die Korruption. Also der Zustand dieser Straßen widerspiegelt auch die sehr hohe Korruption der Ukraine. Es verschwindet immer wieder Geld. Ja. Also man fährt diesen Straßen, die Feldwege sind entlang, ja, und dann daneben sieht man irgendwelche Prunkbauten, die errichtet werden von irgendeinem Schokoladefabrikanten oder also nicht auf Schokolade, einem Möbelfabrikanten. Ich habe ein Haus gesehen, so 3 Stockwerke, ist wirklich eine Prunkvilla und habe den Frager von wem ist es? Ja, das ist ein lokaler Möbelfabrikant, der sich dort sein Prunkhaus schaut. Also es ist schon Geld da, es ist schon Reichtum, aber es ist halt sehr ungleich verteilt, eine sehr hohe Korruption und das macht dem Land auch zu schaffen. Und da kann natürlich schon Österreich helfen, Rechtsstaatlichkeit, Antikorruption in diese Richtung hinzuwirken. Und das sind jetzt auch Themen, die du versuchst auch mehr bekannt zu machen und für die du auch Bewusstsein im Parlament bringen möchtest? Nicht direkt, also ich beschränke mich auf die außenpolitische Lage, aber ich betone immer wieder, und da ist auch natürlich das Außenminister auch auf dieser Linie, der Ukraine soll geholfen werden auf zwei Wegen. Also erstens die Unterstützung der Ukraine im Sinne der Aufrechterhaltung ihrer territorialen Integrität und Souveränität auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch den Ausbau der Rechtsstaatlichkeit, durch den Kampf gegen die Korruption, durch den Ausbau der Industrie, all diese Sachen. Ja. Also es sind zwei Aspekte, diese außenpolitische mit Russland und so und dann natürlich auch innerstaatlich, gesellschaftlich, rechtlich, wirtschaftlich. Da ist noch sehr, sehr viel, sind sehr große Baustellen. Danke vielmals. Das war bitte gerne. In aller Kürze sozusagen das, was du in 10 Tagen erlebt hast und auch in den letzten 9 Monaten. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir gerne frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr dir und deiner Familie. Und liebe Seher, wir sehen uns im neuen Jahr spätestens wieder. Also dann. Danke vielmals. Alles Gute.